Hallöchen, Freunde. Willkommen zurück zu StarCraft 2. Wir sind dabei, dass wir hier kräftig ein auf dicke Hose machen. Im letzten Gefecht, in dem wir Kerrigan und den Schwarm hoffentlich zum Sieg führen. So, wir breiten... Moment. Das war auch sehr intelligent, was ich da gemacht habe. Naja, passiert. So, jetzt brauchen wir dann den nächsten Kristall, verdammt nochmal. Ich sehe zahllose Universen. Da kommt er. Jetzt ist Zeit für das letzte Gefecht. Hol man uns. Das ist meine Last. So, ein paar Hydras können wir noch bauen. Amon bereitet einen Angriff auf meinen Nexus vor. Seid wachsam, Kerrigan. Euer Schwarmcluster ist wahrscheinlich das nächste Ziel. Schaffen das nur alle? Ich hoffe. Nein. Sprich mich an. So, warten, warten und Angriff. Sehr schön. Und alle mal zurück. Kannst du es spüren? Dein Ende naht. Hervorragend, würde ich sagen. Wir brauchen mehr Vespingas. So, dann gucken wir mal, wo der nächste Kristall jetzt dann langeiert. Ein bisschen mehr Sicht wäre noch ganz gut. So, machen wir mal hier. Hier schaffen wir das auch, ne? Ja, sehr nice. Was willst du? So. Da komme ich doch nicht ran irgendwie, verdammt. Oder... Ich glaube, dort muss ich ganz zwingend Lufteinheiten machen. Das heißt... Hier. Kommt separat. Sprich mich an. Da haben wir noch welche. Oh, was kommt denn da angeflattert? Ein neues Zeitalter wird anbrechen. Ah, ob ich schnell genug bin? Ich mag es schon fast zu bezweifeln, aber Kerrigan ist da. Die Unendlichkeit öffnet sich mir. Sprich mich an. Mein Schicksal offenbart sich. Es wird geschehen. So, mehr Flugeinheiten. Wir brauchen mehr Vespingas. Oh, da oben. Was wünschst du? So, mehr Vespingas, viel mehr Vespingas. So, und hier kommen wir auch noch ein. Ein neues Zeitalter wird anbrechen. So, die kümmern sich um die Terraner. Es wird geschehen. So, gemeinsam müssten wir das doch jetzt schaffen, oder? Mich. Oh nein, da unten wird eine neue Basis von denen errichtet. Jetzt ist Zeit für das...
sehe dein wahres Ich, Kerrigan. Du bist keine Streiterin des Lichts. Mörderin. Heuchlerin. Er wagt es? Greift meinen Schwanglast an. Flieht, meine Diener, flieht! Alles weg. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Das ist meine Last. So, ihr geht halt dann hier mit sammeln. Wiedersehen. Schade. Ich habe meine Bestimmung nicht gewählt. Genauso wenig wie du. Auch ich musste alles zurücklassen. Naja, aber... Es wird geschehen. Böse. Das machen wir auch gleich wieder platt. Hier. Unsere haben wir hier noch Flugeinheiten? Ja. Werden angegriffen. Wo habe ich denn die gesammelt? Hier. Ich komme da nicht hin, verdammte Axt. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Mein Schicksal offenbar. Ein neues Zeitalter wird anbrechen. Unsere Streitkräfte ich verliere schon wieder. Werden angegriffen. Ich verliere drastisch, ey. Ihr hier kommt auch noch mit daher. Ich brauche viel mehr davon. Mein Schicksal offenbart sich. So. Man ruft mich. Das ist meine Last. Ohne Scheiß, bis ich das hier irgendwie mit den Jungs hier platt hab, das dauert ewig. Brutlord. Schwer fliegende Angriffseinheit feuert Brütlinge auf ihr Ziel. Brütlinge sind kleine Kreaturen, kann Bodeneinheiten. Ja, dann brauche ich aber die. Oder habe ich Terrors? Mm-mm. Pass auf, ich versuche das jetzt mal. Speicherfeuer. Ich sehe. So, als erstes fliegen wir hierher. Was mache ich denn, wenn ich gar nichts mehr habe? Also, kein Platz für eine Basis ist dann vorbei. Achso, das ist der letzte. Geht ja gut los. Ich hoffe, hier ist nicht so ein leeren Gedöns. Nö, läuft gut. Sehr schön. Also kann ich vielleicht eine Chance haben, indem ich ganz, 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 ganz viele von denen baue. Aber da werden mir wahrscheinlich komplett die Materialien dann für ausgehen. Ich könnte Bodeneinheiten hinbringen, theoretisch. Meine Kommandozentrale macht das nicht mehr lange mit. Sarah, uns läuft die Zeit davon! Jetzt ist Zeit für das letzte Gefecht. Shit, hätte ich mal doch die Luftwaffe ein bisschen abgegradet, ha? Huh? Jetzt ist aber schon fast zu spät dafür. Wir brauchen mehr Vestingas. So, ob Kerrigan das schafft? Ich bekämpfe den Feind. Nein, warte, stopp, zurück. Man die kommt da mich. Ja nicht hin. Ach, Kacke.
Okay, die alleine, die packen das nicht. Dann machen wir jetzt Folgendes. Wir laden jetzt einfach mal unseren Stand wieder. Und upgraden die Luftwaffe, bevor wir jetzt dann da eingreifen. Und holen uns noch einen ganzen Arsch voll mehr von den fliegenden Teilen. Tja, so lernt man dazu, ne? Ich hätte ehrlich gesagt auch keine Ahnung, wie ich es denn sonst anders noch machen sollte. Außer auf diese Art und Weise. Wir brauchen mehr Vespingas. Jupp, aber woher nehmen, wenn ich stehen? Sprich mich an. So, das wird die Basisverteidigung. Keks. Warum müssen die so schweineteuer sein? Der wäre mir nicht meine ganzen... Ah, ein Vespinga ist hier, hat überlebt. Meine Kommandozentrale macht das nicht mehr lange mit. Sarah, uns läuft die Zeit davon. Déjà-vu. Wiedersehen, Kommandozentrale. Der evakuiert aber auch nicht, ne? So, 30 Stück haben wir schon. Das wird aber auch nicht reichen. Bekomme ich Einheiten hier rein? Sind die langsam, kann ich vergessen. Wir brauchen mehr Vespingas. Kann nicht angreifen. Steht aber auch nicht dabei, dass er transportieren könnte, ne? Oh, die Terraner bekommen auf die Mütze. Die Protoss sind auf dem Vormarsch. Der, wenn mir Träger zur Unterstützung schicken würde. So. 5 Stück oder was? Wäre ein Träumchen. Benötigt einen Bau. Das kostet wieder. 36. Wir brauchen mehr Vespingas. So, jetzt kehrt er dann hierher. Da brauche ich es gar nicht erst versuchen dort. Das ist Selbstmord, wenn ich da reingehe. Obwohl, warte mal. Kerrigan? Die Unendlichkeit öffnet sich mir. Halt, stopp mal. Ganz, ganz, ganz fix noch. Zwei werden sich rausreißen. Ey, da sind schon wieder neue Einheiten. Okay, hat nichts gebracht. Zu langsam gewesen. Vielleicht habe ich ja Glück und er kommt jetzt über den Landweg nochmal. So, komm, 175, dann gibt es das nächste Upgrade. Das so Sinn und Zweck sein soll? Na klasse. Okay. Ein neues Zeitalter wird anbrechen. Das ist ein Wort, den schnappe ich mir jetzt hier oben. Dafür geht die Armee.
ganze Armee. Das ist meine Last. Jetzt ist Zeit für das letzte Gefecht. Ich werde nicht versagen. Das ist meine Last. Amon konzentriert sich auf meinen letzten Nexus. Krieger, evakuiert ihn, bevor er auseinandergerissen wird. Man ruft Meditation abgeschlossen. Man macht den Ding hier platt. Ich werde nicht versagen. So, sehr schön. Jetzt so. Niemand wir gehen einfach kann mit rein. Aufhalten. Unsere Kämpfe, all unsere Bemühungen dienen keinem Zweck. Wir leiden und sterben, um in Vergessenheit zu geraten. Das ist meine Last. So, komm, platt machen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Das ist meine Last. Der Schwarmklasse wird angegriffen. Man ruft mich. Nicht. So, komm schon. Könntest mir ruhig ein bisschen helfen, anstatt die Dinger da hinten platt zu machen. Der Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Endlich. Die Barriere ist zerstört. Es ist aus, Amon. Du bist lediglich das Produkt eines fehlerhaften Zyklus. Während deiner gesamten Existenz wurdest du nur benutzt. Du weißt gar nichts über mich. Mir sind der ewige Kreislauf der Xel'Naga und deine Lügen egal. Nein, ich wähle etwas anderes. Ich wähle Freiheit. Für uns alle. Das waren immer deine Worte. Weißt du was, Matt? Am Ende wirst noch du diesen traurigen Haufen anführen. Ich hab einen Pakt mit dem Teufel, Jimmy. Doch ein Funken Hoffnung bleibt. Ihr werdet ihr Leben in Händen halten. Bist du soweit, Cowboy? Lass uns hier verschwinden. Verdammt. Wurde aber auch Zeit.
Ja Mensch, das war jetzt StarCraft 2 Legacy of the Void. Ich sag mal, der Prolog an sich war okay. Aber ich weiß nicht, jetzt am Schluss wurde für mich persönlich ein bisschen zu wenig dann auf die Protoss mit eingegangen. Schön, da stand der Text, ja, Protoss sind entweder Templer oder Ding. Das ist wieder so eine Zwei-Klassengesellschaft, sag ich mal. Dann der Corpulus-Sektor, ne? Da denke ich mal, weiß man ja, wo Jimmy hin ist. Schade, dass man den nicht mehr gesehen hat, weil Jimmy, das werden wir quasi ab der nächsten Folge sehen, weil mit der nächsten Folge fangen wir ja quasi an, dass wir StarCraft 1, den HD Remastered Remake Redux irgendwas spielen. Und ja, da freue ich mich schon drauf und da werden wir dann der kompletten Geschichte, wie wir sie in StarCraft 2 erlebt haben, einmal auf den Hintergrund schauen. Und ja, da werden vielleicht einige Zusammenhänge ein bisschen klarer. Wieso ist Kerrigan so geworden, wie sie war und so weiter und so fort. Wieso hat Rayna so einen Hass auf Mengsk? Das wird dann alles mit StarCraft 1 bekannt. Ich freue mich auf jeden Fall schon mal tierisch drauf. Und ja, ich sage jetzt erstmal vielen lieben Dank an alle, die bei StarCraft 2 bis hierher mit dabei waren, die zugesehen haben. Und hoffe, ihr seid auch bei StarCraft 1 mit dabei. Und ja, ich lasse das hier jetzt noch ein bisschen weiter laufen. Und bis zur nächsten Woche wünsche ich euch natürlich wie immer nur das Beste. Und bis dahin sage ich Tschüssikowski.